Ready? Mm-hmm. Well, 10 years ago, on a cold, dark night, there was someone killed neath the town hall light. There were few at the scene, but they all did agree that... Lowell Bailey hat ein Faible für Johnny Cash und Bob Dylan. Und er hat sich gerade einen Traum erfüllt. It's really, it's a dream come true. Der 35-Jährige ist der erste amerikanische Biathlon-Weltmeister. Hat der Einzelwettbewerb von Hochfilzen sein Leben verändert? The answer is yes and no. I still, die Antwort ist ja und nein. Ich bin noch derselbe Biathlet, arbeite an denselben Dingen in meinem Sport. Der WM-Titel nach 20 Jahren in diesem Sport, die meiste Zeit davon im Weltcup, ist eine Bestätigung, dass sich all die Arbeit, die meines Teams und meine eigene, gelohnt haben. It's validation of all of the work that my team did, that I did. Es war ein historischer Erfolg, diese amerikanische Goldmedaille. Ein Sieg, der einen, der lange am Rande stand, in den Mittelpunkt rückt. Und Bailey hat da angekommen, noch viel mehr zu bieten. Well, the judge said, son, what is your alibi if you were somewhere else and you won't have to die? Ich weiß ganz sicher, dass Musik immer zu meinem Leben gehören wird und ich Musik machen werde, solange ich kann. Bailey ist in Lake Placid im Nordosten der USA zu Hause und er gehört zu den wenigen Linksschützen im Feld. Als weitgereister Mann blickt er nachdenklich darauf, was gerade in seiner Heimat passiert. Es ist eine herausfordernde Zeit für Amerika. Wir sind so weit auseinander. Eine der Stärken von Obama, unserem vorigen Präsidenten, war ja, verschiedene Gruppen zusammenzuführen. Wir sollten unsere Wurzeln bewahren. Bedenken, dass wir vor allem alle Bewohner dieser Erde sind. Das ist wichtig. Manche müssen erst Weltmeister werden, bevor man ihnen zuhört, was gleichermaßen schade und schön ist.